Ist für die Refugee Welcome Lobby Leichenschändung ein besonders gelungenes Happening im Kampf gegen Rechts? Diesen Eindruck erweckte zumindest eine sogenannte Kunstaktion in Berlin. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche Kompakt. Das sind unsere Themen. Ende Gelände. Klimablockaden gegen die Lausitz. Ich muss also eine Alternative haben, um eine Grundlastsicherung zu haben. Zu weit gegangen? Die neue Provokation des Zentrums für politische Schönheit. Was die sogenannte Künstlertruppe dann am Ende mit dem Geld macht, naja, wir werden es sehen. Rückkehr in die Heimat. Wie wirkliche Flüchtlinge nach Hause kommen. Angst vor dem Volksentscheid. Rot-Rot-Grün und der Berliner Mietendeckel. Gierige Zocker haben nicht unerhebliche Teile des Wohnungsmarktes übernommen. Seit 2015 organisiert das Bündnis Ende Gelände teilweise militante Aktionen gegen den Kohlebergbau. Mit dem Erfolg der Fridays for Future erhält auch die Blockadeallianz deutlich mehr Zulauf. Nach den auch gewalttätigen Protesten im Hambacher Forst hatte Ende Gelände am vergangenen Wochenende einen Besuch in der Lausitz angekündigt. Ihr Ziel, das wirtschaftliche Herz der strukturschwachen Region lahmlegen. Das Lausitzer Revier. Seit 100 Jahren ist es eines der wichtigen Braunkohlegebiete Deutschlands. Damit soll Schluss sein, meint die Kampagne Ende Gelände. Und genau hier, in der Lausitz, wird Ende Gelände Ende November ein buntes Protestwochenende machen. So sah es aus, das bunte Protestwochenende. Hunderte angereiste Aktivisten blockierten unter anderem diesen Kohlezug am Kraftwerk Jenschwalde. Auch in zwei Tagebaue drangen Besetzer vor, wie diese Amateuraufnahmen zeigen sollen. Nach Angaben des Betreibers LEAG musste die Leistung des Kraftwerkes zeitweise gedrosselt werden. Ein paar Tage vorher in Cottbus. Dutzende Einwohner demonstrieren am Stadthaus gegen Ende Gelände. Ich finde, es müsste eigentlich mal richtig ein Zeichen gesetzt werden gegen eine Politik, die über die Bürger hinweg entschieden wird. Das kennen wir ja nur schon alles. Gemeint ist der geplante Kohleausstieg. In der Lausitz hängen bis zu 10.000 Arbeitsplätze direkt am Bergbau. In der Region ist die Braunkohle aber auch umstritten. Immer wieder müssen Dörfer den Baggern weichen. Das weiß auch der Landtagsabgeordnete Lars Schieske. Es ist nun mal eine Energie, die aus der Erde geholt wird, ne? Wo also Menschen auch ihre Heimat verlieren. Es ist verständlich, dass Leute dagegen protestieren. Aber ich kann nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Ich muss also eine Alternative haben, um eine Grundlastsicherung zu haben. Für sie ist es oft die Existenz. Lausitzer Bergleute halten Wache an ihren Gruben. Dabei betont Ende Gelände, es ginge ihnen auch um die Arbeiter im Revier. Wir demonstrieren auch für die Menschen da drüben. Seit Monaten, seit Jahren schon verschläft es die Politik, einen ordentlichen Kohleausstieg hinzubekommen. Wir wollen einen Kohleausstieg, der sowohl schnell als auch geregelt abläuft. Versöhnliche Worte, zumindest am Mikrofon. Doch wie denken die Demonstranten wirklich über die Arbeiter? Dieses zufällig aufgezeichnete Gespräch ist unmissverständlich. Ach schon. Genauso wie die AfD ist auf der Zersatz. Und das Brandenburg-Schild bei Ihnen. Jetzt haben Sie ein Problem mit dem Brandenburg-Schild oder was? Nee. Mit der Nazi-Keule gegen Arbeitsplätze. Tatsächlich sind die Wachen von der DGB-Gewerkschaft Bau, Chemie, Energie organisiert. Die Teilnehmer wirken eingeschüchtert, verweisen bei Fragen reflexhaft auf die Pressestelle der Gewerkschaft. Auch in Cottbus gingen nur wenige Bürger gegen Ende Gelände auf die Straße. Dieser Teilnehmer war 20 Jahre Bergmann. Er meint, viele Menschen fürchten Konsequenzen für unliebsame Meinungen. Zu DDR-Zeiten, da hat man vielleicht mal keine Beförderung bekommen. Oder wurde mal ein Jahr in die Produktion geschickt, wenn man zu aufmöpfig war. Heute ist man sehr joblos. Eine Angst bleibt, auch wenn Ende Gelände schon längst wieder abgerückt ist. Die Berliner Landesregierung hat angeblich keine Kenntnis, wie viele Ausländer sich trotz Einreiseverbots in der Stadt aufhalten. Dies geht aus einer parlamentarischen Antwort der Senatskanzlei hervor. Unbekannt sei zudem, gegen wie viele abgelehnte Asylbewerber eine Einreisesperre verhängt wurde und wie viele Betroffene dennoch einen Asylantrag gestellt hätten. Nach Angaben der Senatskanzlei erfolgte über die entsprechenden Sachverhalte keine statistische Erfassung. Unterdessen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eingeräumt, dass Ausländer mit Einreisesperren offenbar häufig versuchen, nach Deutschland zu gelangen. Am Rande eines Ministertreffens in Brüssel sagte der Politiker: Wir erleben ja gerade bei unseren verschärften nationalen Grenzkontrollen, dass in unglaublich hoher Weise sich da Menschen bewegen über die Grenzen, die
nicht einreiseberechtigt sind, die mit Haftbefehl gesucht werden. Kompakt ist das stärkste Printmedium der Opposition. Und nun wollen wir auch mit unserem TV-Kanal Gas geben. Unser Ziel, die Meinungsmacht der etablierten Lügenmedien zu brechen. Doch für den Ausbau unserer Videosparte müssen dringend Investitionen getätigt werden, damit wir technisch auf dem neuesten Stand sind. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Mehr dazu erfahren Sie unter kompakt-online.de. Unterstützen Sie unseren Mut zur Wahrheit. Wir geben der schweigenden Mehrheit eine Stimme. Die angebliche Kunstaktion Sucht uns des Zentrums für politische Schönheit sorgte in dieser Woche für Schlagzeilen. Unmittelbar neben dem Kanzleramt in Berlin hat die umstrittene Truppe um Philipp Ruch eine Installation gegen die politische Opposition errichtet. Vor Ort ist jetzt mein Kollege Martin Müller-Mertens. Martin, was haben sich denn die umtriebigen Kulturschaffenden jetzt ausgedacht? Naja, Katrin, immer wenn man denkt, der Gipfel der Geschmacklosigkeit wurde nun eigentlich erreicht, hat das Zentrum für politische Schönheit mit Sicherheit eine neue Idee. Die aktuelle, die steht hier neben mir, ist 2,5 Meter hoch, mehrere Tonnen schwer und soll angeblich die sterblichen Überreste von Holocaust-Opfern enthalten, die das ZPS auf Leichenfeldern in Deutschland, in Polen und in der Ukraine zusammengeklaubt haben will. Mehrere Tage wurde diese sogenannte Kunstaktion genehmigt. Dann soll sie nach Willen der sogenannten Künstler verstetigt werden und es soll ein Betonsockel hier gegossen werden. Das ist relativ unsicher. Eins ist aber jedenfalls schon klar, das Zentrum für politische Schönheit hat eine ganze Menge Geld dadurch eingenommen. 50.000 Euro war das Spendenziel. Zu dem Zeitpunkt, als dieser Aufsager hier entsteht, waren es schon fast 100.000. Was die sogenannte Künstlertruppe dann am Ende mit dem Geld macht, naja, wir werden es sehen. Ganz offiziell ist dieses Mahnmal, diese Stele, ein Protest gegen die Zusammenarbeit der Konservativen mit den, wie es jedenfalls am Anfang auf der Webseite hieß, AfD-Faschisten, denen keine Machtoption zu geben sei. Interessanter an der Aktion ist, dass sie sich doch ein bisschen von dem unterscheidet, was das ZPS so in den letzten Jahren sonst gemacht hat. Da verlegten sie sich nämlich vor allem auf das Instrument Psychoterror. Man erinnere sich an 2017, als eine Miniaturausgabe des Holocaust-Mahnmales vor dem Wohnhaus des thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke errichtet wurde und das ZPS über Wochen behauptete, es hätte dessen Familie observiert, sogar im privaten Bereich. Oder auch vor einigen Monaten, als das ZPS behauptete, es hätte die Namen von Tausenden, Jahrzehntausenden Chemnitzern ausfindig gemacht, die an Bürgerdemonstrationen gegen den Mord an Daniel Hinlich demonstriert haben und denen man nun die Arbeit wegnehmen möchte. Im Vergleich dazu ist diese Aktion hier in der Nähe des Kanzleramtes zwar widerlich und geschmacklos, aber am Ende auch folgenlos. Nach Beginn der Aktion musste das Zentrum für politische Schönheit massive Kritik von eher unerwarteter Seite hinnehmen. So sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, es wäre gut, wenn das Zentrum für politische Schönheit beim Abbau der Installation einen Rabbiner hinzuzöge, um wenigstens dann für die Beachtung der jüdischen Religionsgesetze zu sorgen. Christoph Häupner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, erklärte, Auschwitz-Überlebende sind bestürzt darüber, dass mit diesem Mahnmal ihre Empfindungen und die ewige Totenruhe ihrer ermordeten Angehörigen verletzt werden. Das Zentrum für politische Schönheit hat die Stele daraufhin verhüllt und die Crowdfunding-Seite abgeschaltet. Ob aufgrund von Einsehen oder als Teil der Inszenierung, ist unklar. Die Pläne der evangelischen Kirche in Deutschland für ein eigenes Flüchtlingsschiff werden konkreter. Am Dienstag stellte die EKD das Bündnis United for Rescue gemeinsam retten vor, das Spendengelder sammeln soll. Das Schiff soll anschließend von der umstrittenen Nichtregierungsorganisation Sea-Watch betrieben werden. Zudem forderte das Bündnis, Städte, die sich zu sogenannten sicheren Häfen erklärt hätten, sollen in eigener Regie zusätzliche Asylanten aufnehmen dürfen.
Rund 20 Millionen Menschen gelten nach Angaben der UNO derzeit weltweit als Flüchtlinge. Mindestens 2 Millionen beantragten seit 2015 Asyl in Deutschland. Die meisten sollen dauerhaft bleiben und hier integriert werden, denn eine Rückkehr sei ihnen unzumutbar, so betont es zumindest die Politik. Dabei geht es durchaus auch anders, wie ein Beispiel aus Afrika zeigt. Sie singen bei ihrer Ankunft: Danke, Kongo, Zentralafrikanische Republik, mein wunderschönes Land. Nach 6 Jahren in der Fremde sind diese Menschen zurück nach Hause. Nachdem die moslemische Rebellenallianz Seleka 2015 die Hauptstadt Bangui eingenommen hatte, flohen 600.000 Menschen vor allem in die Nachbarländer. Es waren tatsächlich Schutzsuchende, keine Glücksritter mit tausenden Dollar für Schlepper nach Europa. Lediglich 12 Menschen aus der Zentralafrikanischen Republik beantragten Asyl in Deutschland. Mittlerweile hat sich die Lage im Land beruhigt und die Menschen kehren gerne zurück. 2000 waren es allein innerhalb der letzten 2 Wochen. So wie Marie Demdar, die mit 2 Töchtern und einer Enkelin zurückkehrt. Ich hatte es gehofft und nun bin ich in mein Land zurückgekehrt. Jetzt möchte ich, dass mein Land auf mich schaut. Wir sind zahlreich und es gibt kleine Kinder. Wir sind verletzlich. Wir wollen, dass die Regierung uns hilft. Einfach wird der Neuanfang für Maria und die anderen nicht. Statistisch ist die Zentralafrikanische Republik das ärmste Land der Welt. Und doch hoffen sie auf eine Zukunft in ihrer Heimat. Eine Wohnungsbesichtigung mit mehreren 100 Bewerbern. Mieten, die mehr als 40% des Einkommens verschlingen. In Berlin sind diese Zustände seit Jahren an der Tagesordnung. Die Landesregierung plant nun einen in dieser Form einzigartigen Mietendeckel. Vorgesehen ist unter anderem, fast alle Mieten für 5 Jahre auf dem Stand vom Juni 2019 einzufrieren. Mieten, die über 120% der Mietentabelle liegen, können gekappt werden. Kosten für Modernisierungen dürfen nur bis zu 1 Euro pro Quadratmeter umgelegt werden. Der Mietendeckel gilt nicht für Sozialwohnungen und Neubauten seit 2014. Dabei hatten Kritiker der Bausenatorin Katrin Lomscher lange vorgeworfen, die Wohnungsmisere zu ignorieren. Ist die linken Politikerin nun aufgewacht oder handelt Rot-Rot-Grün aus Angst vor der Straße? Rund 150.000 Wohnungen fehlen in Berlin. Die Folgen? Mieten steigen inzwischen doppelt so schnell wie die Realeinkommen. Die Preise für Eigentumswohnungen betragen teilweise das 45-fache einer Jahresmiete. Für die regierende Linke ist das Raubtierkapitalismus pur. Die Spaltung der Stadt setzt sich von innen nach außen fort. Gierige Zocker haben nicht unerhebliche Teile des Wohnungsmarktes übernommen. Sie sehen die Stadt als Beute und missbrauchen vielfach ihre wirtschaftliche Macht. Mit ihrem Mietendeckel will die rot-rot-grüne Landesregierung nun gegensteuern. Die Grünen fordern allerdings Ausnahmen bei klimagerechten Sanierungen. Kritiker erinnern jedoch daran, dass SPD und Linke 2004 fast 45.000 städtische Wohnungen an Finanzinvestoren verkauft und damit die Preisspirale in Gang gesetzt hätten. Auch wurden kommunale Grundstücke jahrelang grundsätzlich an Höchstbietende veräußert. Seit Amtsantritt von Rot-Rot-Grün 2016 sei zudem der Dachgeschossausbau quasi zum Erliegen gekommen. Die Opposition sieht noch einen anderen Grund für die angespannte Lage. Die Koalition hat durch Vorschriften zu Wärmedämmung, Solardächern und Barrierefreiheit das Bauen so teuer wie noch nie zuvor gemacht. Zweitens, keinen nennenswerten Neubau auf den Weg gebracht und drittens, alles Menschenmögliche dafür getan, dass Zuwanderer mit juristisch fragwürdiger Bleibeperspektive kontinuierlich in reguläre Wohnungen übersiedeln. Doch nun wächst der Druck auf Rot-Rot-Grün. Im Frühjahr unterschrieben 77.000 Berliner für einen Volksentscheid, der den Senat zur Enteignung großer Wohnungskonzerne zwingen könnte. Im April gingen Zehntausende gegen steigende Mieten auf die Straße. Das muss irgendwann mal ein Ende haben, sonst werden unsere Kinder und Enkelkinder die Mieten auch nicht mehr bezahlen können. Ja, und wir sollen jetzt alle hier verdrängt werden. Ich gehöre zu den Bestandsmietern, ich wohne 40 Jahre da, andere wohnen noch länger da. Das kann es alles nicht sein. Beobachter vermuten, Rot-Rot-Grün will mit dem Mietendeckel vor allem der Volksinitiative den Wind aus den Segeln nehmen, bevor deren Forderungen tatsächlich abgestimmt werden. Die Opposition glaubt zudem, der Mietendeckel träfe vor allem kleine Vermieter. Und wir werden die Konzentration von Mietwohnungsbeständen bei immer weniger und immer größeren Eigentümern sehen. Internationale Großanleger, die ihre Bestände steueroptimieren, und den privaten Vermietern, die aufgeben müssen, ihre Bestände abkaufen. Ob der Mietendeckel überhaupt in Kraft tritt, ist unklar. Nach Ansicht von Experten könnte er verfassungswidrig sein. Den akuten Wohnungsmangel würde die Neuregelung in keinem Fall beheben.
In Frankreich hatten die Gewerkschaften in den vergangenen Tagen zu landesweiten Protesten gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Schwerpunkt der Aktionen war die Bahngesellschaft SNCF. Die Regierung plant eine Zusammenlegung der insgesamt 42 Rentenkassen des Landes. Die Arbeitnehmervertreter befürchten deutliche Rentenkürzungen, insbesondere für Freiberufler und Frauen. Und das war's auch schon für heute von Die Woche Kompakt. Wenn Ihnen unsere Beiträge gefallen, dann hinterlassen Sie uns doch ein Gefällt mir für dieses Video und natürlich ein Abonnement unseres Kanals. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen zweiten Advent und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!